Du hast einen Brief erhalten. Lieber Luca, ich wollte dir schreiben, wie toll ich Nintendo finde. Leider reicht der Platz nicht, aber auf der offiziellen Web... Deine Peach. Okay. Hurra, 3 Spielgutscheine erhalten. Und dann herzlich willkommen zu einem Let's Play. Miitopia. Und ich habe gerade die Aufnahme gestartet und wollte eigentlich jetzt erst im, also eigentlich jetzt anfangen. Aber okay. Danke, Peach, für den Brief. Was will Peach denn überhaupt? Nintendo-Fan Peach. Hallöchen, ich bin Peach. Sag mal, bist du eigentlich ein Nintendo-Fan? Ja, klar. Oh, ja. Und da verstehen wir uns bestimmt super. Jedenfalls, es gibt doch diese speziellen Figuren. Sie werden Amiibo genannt. Oh ja, da habe ich ein paar. Ach, wie die wohl aussehen. Falls du ein Amiibo hast, würdest du es mir zeigen? Ja, klar. Oh, was? Echt jetzt? Wie toll. Oh, darf ich mal sehen? Ja, ich hole mal ganz kurz. 2, 3. Also ich habe jetzt mal erstmal den Peach Amiibo. Den Zelda Amiibo. Oh, vielen, vielen Dank. Amiibo sind echt toll. Als Dankeschön möchte ich dir das hier geben. Du hältst das Zelda Outfit. Okay. Falls du weitere Amiibo hast, kannst du sie bei mir auch gern zeigen. Ja, gerne. Ich habe auch noch weitere Amiibo. Deswegen würde ich sagen, geh doch direkt mal rein. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend. Aber ich werde immer mehr zur Expertin. Ich kann mich nun nicht entscheiden, welches Amiibo mir am besten gefällt. Aber erstmal hallo. Hast du irgendein Amiibo dabei, das du mir zeigen kannst? Ja. Was echt jetzt, wie toll. Darf ich mal sehen? Yes, und zwar ist es der Link-Amiibo von Super Smash Bros. Genauso wie das Zelda-Amiibo. Oh, vielen, vielen Dank. Oh, ist so toll. Das hier kriegst du von mir. Du hast das Link-Outfit. Perfekt. Gut, ich würde sagen, letztes Video löse ich jetzt auch noch schnell ein. Also, und ich habe noch den Squid-Tintenfisch-Amiibo von Splatoon. Dafür gibt es vielleicht auch noch was Cooles. Amiibo sind echt toll. Oh, nimm das jetzt. Dankeschön. Du erhältst das Inkling-Tintenfisch-Outfit. Falls du weiter mit mir hast, dann kannst du es mir gerne auch zeigen. Nee, es reicht erstmal. Das sind auch, glaube ich, die, wo am relevantesten sind. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Story. Auf geht's. Ich rieche fast gut. Wir sind geschwind wie der Wind. Lol, nur Falter? Ich dachte... Keine Kobold, das ist schon ein bisschen... lame, oder? Also, bis Angriff drücken. Ich denke, ich darf mal Magie einsetzen. Perfekt. Easy. Zugabe. Ich habe übrigens auch Zugabe jetzt gecheckt. Und zwar kann man einfach zwei miteinander angreifen. Also jetzt halt... Ich habe gerade angegriffen. Und jetzt macht er und deswegen darf ich nochmal. Und das ist eigentlich ganz cool. Perfekt. Nice. Gewonnen. Weiter. Weiter Honig und Gold. Ich will ein Kätzchen. Hunde sind besser. Ach, da hat er jemand gute Laune. Ach stimmt, Kekke ist sogar ein Hund. Uff. Guck mal, die Wolke, das sieht aus wie Schleimgelee. Sieht für mich eher nach Koboldschenken aus. Koboldschenken, warum? Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Entsetzlichen Hunger. Okay. Oh, lol. Eine Abzweigung. Für Harte, für Zarte. Ja, komm, für Harte natürlich. Könnte es nicht besser gehen. Viel Erfolg damit. Ein Kampf. What the heck? Gott, schaff's gut. Oder oh, manchmal One-Hit, ich hab 10 Leben, die Kobolde.
Okay, Girassi, jetzt fühle ich richtig. Ich denke, es ist den ganzen links anzugreifen, denn KK macht mir von rechts nach links Schaden. Also. Alter, das wird richtig knapp, glaube ich. Obwohl, KK macht gut Schaden. Alter, es reicht. Komm, KK, Kill 2. Perfekt. Okay, so schwer ist es doch nicht. Aber ich muss es schaffen, bevor ich jetzt hier so schön reden darf. Perfekt. Schon 15 sind gerettet. Das ist sehr nice. Nur ein paar Kratzer. Weiter. Dreimal Kobaltschinken. Yippie, yippie, du. Bist du dir sicher? Eine Kiste. Okay, sehr viel Gold. Alter, 440. Du hast ein Gasthaus gefunden. Sehr nice. Kann ich mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ich habe schon über die Ausflugstickets informiert und die Nähe wächst. Verstehe Bekannte, Level 2. Angeben gelernt. Nice. Angeben fügt ihr Feind extra Schaden zu und beeindruckt damit Freunde. Das ist sehr nice. Was? Hä? Es ist jemand an der Tür. Oh, es ist schade, als hättest du noch etwas Gesellschaft. Wer mag das wohl sein? Ein neues Mitglied in eurem Team. Und zu zweit werdet ihr den dunklen Fürstenhorn besiegen können. Deshalb habe ich ein neues Mitglied für euch. Und zwar ist es... Tibin Tetra. Erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin Tetra, ich bin eine Diebin. Ich freue mich auf viele gemeinsame Abenteuer. Tetra, hatte ich dir angeschlossen. Nice. Tetra ist nämlich aus meinem Lieblings-Game The Wind Waker. Oh, bereit, Tetra, ein herzliches Willkommen im Team. Nebenbei, eigentlich hatte ich noch ein weiteres Mitglied engagiert. Aber was aber wieder schief gegangen ist. Früher oder später wird das neue Mitglied sicher kommen. Vorerst bleibt ihr halt ein Dreierteam. Sehr nice. Mit der Diebin Tetra wird es schon irgendwie klappen. Ich würde sagen, sie kommt mal ins Zimmer unter uns. Erstmal wie. Keke will ja noch so ein Mikrofon haben. Komm, wir gönnen sie ihm jetzt einfach mal. Wenn ihr auch so schlau ist und sie es kauft. Ja! Sehr nice. Dann würde ich sagen, schaue ich mal nach, was Tetra haben möchte. Ein Spielzeugdolch. Okay. Wenn es besser ist, dann mach's. Oh, Alter, ich hab so viel Glück. Geil. Ausrüsten. Und dein Kopf ist auch schon gestiegen. Dann würde ich sagen... Oh, ich will nur eine Banane haben. Okay, futtern. Schmeckt dir dein Kobaltschinken? Ich meine, du bist Piratin. Dir muss alles schmecken. Ja. Honig. Schmeckt denn Keke überhaupt der Honig? Okay, Keke schmeckt's. Und wie schmeckt's denn Tetra? Schmeckt's auch, okay, also bisher mag sie alles. Ja, komm, Keke, gönn dir, wenn du es unbedingt haben möchtest. Ja, schon mal alles in Satt, Januka. Nee, ich esse lieber nicht. Ich tue lieber mal die Spielhalle benutzen. Und hier mal Chong spielen. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. 500 Gold ist geil. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Dann mach ich das. Also. Dann lass uns loslegen. Und. Oh. Schnick, schnack. Alle nehmen immer Schere. Als erstes nehme ich nämlich Stein. Als ob. Ah, schade. Beim nächsten Mal hast du sicher mehr Glück. Glück? Komm nochmal. Welches verliere, dann ist es Betrug. Und ich habe mich so schnell wählen, dass das gar nicht kann. Nein, verdammt, immerhin Gleichstand. Lol.
Als ob. Ich habe das Gefühl, das kann nichts werden. Nö. Ah, na gut, dann vielleicht ein andermal. Alter, das ist der komplette Scam. Was ist Roulette? Leinenrobe. Komm. Irgendwas Cooles, bitte die Leinenrobe. Komfort. Das ist nice. Also immer ein Reiseticket. Gewonnen, du hast ein Komfortreiseticket gewonnen für zwei. Oh. Hm, wer erhält das? Ich würde sagen KK, oder? Heißt was? Geld, frische Unterwäsche, Selfie-Stick. Komm, die Reise geht los. Ach so, ihr habt eine Reise gewonnen. Lol. Wir hatten Spaß auf der Reise. Es war so spitze. Ich weiß, ich war ja dabei. Oh mein Gott, das geht echt hoch. Nein, ich habe keine Tickets mehr, leider. Da würde ich sagen, tue ich jetzt gleich noch einen Ausflug machen. Ins Café. So, mit. Tetra. Ich habe doch da mal das singt. Oh lol. Wollen wir im Café eine Runde entspannen? Ich lasse mit Händchen halten. Ja. Oh lol. Das ging sehr schnell. Die beiden schwelgen in Erinnerungen. Es ist ein Hintergrund. Okay, ist alles in Ordnung? Ich halte es nicht mehr aus. Toilettenpause. Lol. Also was war das denn? Oh, Kannibalentee? Eigentlich ist das Blut. Ja komm, ich habe ja noch Hunger, deswegen gönne ich mir den mal. Schon mal mir schmeckt. Nein. Ja gut, Kannibalentee, ich bin ja kein Kannibale. Okay, gut, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Mit Tetra. So muss das gehen. Let's go. Let's go. Hierher. Ah, sieh mal an, wen wir hier haben. Da ist er. Du hast nicht auf meiner Gästeliste gestanden. Dunkelfürst Fuzzy. Bald wirst du keine Gästeliste mehr lesen können. Der hat mir gefallen. Wenn ihr nach einer Party zumute ist, lass uns tanzen. Nehme ich die nicht. Aufhören sofort. Was? Wer wagt es? Du bist also der berühmte, berüchtigte dunkle Fürst. Jetzt ist Schluss mit deinen miesen Taten. Dafür werde ich sorgen. Der große weiße Daruk? Hör mal, das hier war eigentlich eine Privatparty. Gut, dieses Mal lasse ich dich laufen. Aber nur dieses Mal. Muhaha. Danke, Daruk. Und atmen. Hallo. Mein Name ist Daruk. Ich bin ein wandernder Magier. Ich bin Yanuka. Aha, verstehe. Was ist Jagd für dunkle Fürsten? Ja. Ja, schon, aber. Aber du fühlst dich nicht gut genug gewappnet, oder? Willst du dich uns anschließen? Hm, nee, aber ich finde eine mysteriöse Kraft in dir. Im Moment ist sie noch nicht sehr ausgeprägt. Aber auf deine weitere Reise wird sie wachsen. Du setzt deinen Weg mit der Entschlossenheit fort. Alles klar, Daruk. Wenn uns das Schicksal erholt ist, sehen wir uns wieder.
Bis bald. Ah, okay. Bellamy für jede Schlosswache. Alles klar. So, es geht weiter. Ich habe kurz die Wachen ausgewählt und hier sehe ich schon die erste Wache. Treu-Soldat, auf. Hier geht es zu Schloss Anfangs. Bedauere aber, Unberechtigte haben Zugang zum Schloss. Ich muss dich leider bitten, umzukehren. Hier kommst du vorerst nicht weiter. Uff. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich noch kurz zur Kiste hoch. Auf geht's. Beeilung. Ja, let's go. Oh lol. Wie der große weiße Dachrock wohl so ist. Kuschmische hatte auf jeden Fall. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Selbst der dunkle Fürst Fassi konnte da nichts dagegen machen. Echt cool. Ja, das ist echt schon cool. Pass auf, dass du nicht stolperst. Weggabelung für zur Kiste, also nach rechts. Oder? Ja. Von links komme ich nur wieder zum Nintendo-Fan wahrscheinlich. Hui! Let's go. Oh, da liegt was am Boden. Tetra. Sieht's schon mal. Oh, da liegt irgendwas. Hurra, Tetra findet einen Magiepunkte-Bonbon. Okay. Kann ich auch später essen? Ich will meinen Stoff drauf hören. Warte, was? Welche haben es gehört? Und ein Cumulus. Alles klar. Ich würde sagen, da werde ich mal richtig schön reinfackeln auf den Cumulus. Oh, wir leben. Und er kann sich heilen. Plus Tetra. Alter. Okay, okay, und Tetra ist einfach vielleicht ein Schadenangreifer, wie es heißt. Ein Kinderspiel. Angriff. Ich denke, damit kann ich den falschen mal rausmachen. Tetra macht auch den Dings fertig. Nee, okay. Aber okay, okay, dafür. Ultra nice. Ist ein gutes Team. Keke ist. Keke rum. Keke und Co. Das war ja einfach. Das stimmt. Oh, lol. Ein Level up. Level up für mich. Level up für Keke. Und Level up für Tetra. Oh, Ohrwurm gelernt. Bonusverfolgungspunkte. Ja, direkt Tetra, weil die noch Level 2 ist. Wolkenwatte. Okay, nice. Dann muss ich weiter mal essen. Oh, ein Gasthaus. Oh, wo ist die Kiste? Die hätte ich gern noch. Nee, wächst. Und zwar sind wir jetzt... Fischige Bekannte immer noch auf Level 3. Warnen. Warne einen Freund, der sich durch einen Angriff ausweichen kann. Nice. Ich würde sagen, ich nur noch ganz kurz hier meine Sand verfüttern. Da drauf, nimm mal. Okay, da schmeckt das schon mal. Na komm, hier gönn dir Kekke. Und den Honig gebe ich mal mir. Was ja unglaublich lecker ist. Und Magie steigt dadurch. Magie ist gut für mich, weil ich ein Magier. Perfekt, deswegen würde ich sagen, was mit der Folge? In der nächsten Folge geht's spannend weiter, da werden wir die Kiste dann finden. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.